Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Wir sind hier mit unserem Schurken Millimack in Orenburg. Und weil der Epos schon ganz schön weit fortgeschritten ist und wir nicht so richtig hinterherkommen mit unserem Level, werde ich heute hauptsächlich Aufgaben hier in Orenburg annehmen. Wir haben schon eine ganze Menge angenommen, wir haben auch ein paar davon schon mal angefangen. Und die hier zum Beispiel, die möchte, dass wir mit ihr kommen. Lasst uns sofort aufbrechen, gestörte Freundschaft. Ich weiß nicht, warum meine Freunde Sperling und Brunstern kämpfen, aber jemand muss sie aufhalten. Ich habe Angst, dass nicht nur ihre Freundschaft verletzt werden könnte. Die Stimme ist ja grauenvoll. Ich soll nicht mit Fremden sprechen. Ja, du hast mich hierher eingeladen, okay. Oh bitte, ihr müsst euch beeilen. Brunstern und Sperling werden einander wehtun, wenn sie nicht aufhören zu kämpfen. Hört euch Brunsterns Sichtweise der Geschichte an und hört euch Sperlings Sichtweise an. Was sagt sie? Da, seht ihr? Könnt ihr sie aufhalten? Ja, sie haben schon aufgehört. So schnell geht das. Erster Kleiner. Werden diese Dunländer von den Orks gefressen? Brunstern ist ein Lügner und ein Dieb. Mein Vater hat mir ein hölzernes Übungsschwert gegeben, bevor er fortzog. Um zu kämpfen. Und ich habe Brunstern erlaubt, damit zu spielen. Jetzt ist es weg. Er schwört, dass er es mir zurückgegeben hat. Doch ich schwöre, dass das nicht stimmt. Er ist ein ehrloser Lügner. Ich glaube nicht, dass ihr hier willkommen sein werdet. Sperling hat mich beschuldigt, das Spielzeugschwert gestohlen zu haben, das sein Vater ihm gegeben hat. Doch ich sage euch, das stimmt nicht. Ich bin kein ehrloser Hund, der seine Freunde bespielt. Sperling hat mir das Schwert geliehen und ich habe es zurückgegeben. Ich schwöre, er beschuldigt mich nur deshalb, weil er nicht zugeben will, dass er selbst am Verlust des Schwerts schuld ist. Aha, redet mit Getfleda. Ich habe keine Angst vor euch. Oh weh, ich weiß nicht, wem ich glauben soll. Ich kann nicht glauben, dass Brunstern so ehrlos wäre. Doch ich kann auch nicht glauben, dass Sperling ihn ohne Grund beschuldigen würde. Vielleicht hat es eines der anderen Kinder etwas gesehen. Würdet ihr sie fragen? Sprecht mit den Kindern, die den Streit zwischen Brunstern und Sperling beobachtet haben. So, so. Der sieht doch aus, Horsa, als hätte der irgendwie was ausgefressen. Deklaff. Willkommen, weitgereister Fremder. Wenn Brunstern Sperlings Schwert gestohlen hat, dann soll man ihn an die Orks verfüttern. Sperlings Vater hat ihm das Schwert gegeben, bevor er aufbrach. Okay, der hat also nichts gesehen. Das ist ja ein... Werden die Orks uns fressen? Nein, ich habe nichts gesehen. Okay, der ist schuldig. Das Kind seufzt und sieht verzweifelt aus. Ich mag nicht lügen. Ich habe mir das Schwert von Brunstern ausgeliehen und damit in den verbannten Höfen im Süden gespielt. Als meine Mutter mich zum Abendessen rief, habe ich das Schwert vergessen und zurückgelassen. Als ich zurückging, war es weg. Bitte sagt Sperling und Brunstern nichts. Sie sind beide größer als ich. Aha, sag ich doch. Der steht da schon so, als hätte er was ausgefressen. Dieses Kind hat zugegeben, Sperlings Spielzeugschwert verlegt zu haben. Ich habe keine Angst vor euch. Oh je, ihr sagt, dass ein anderer meiner Freunde schuld ist am Verschwinden von Sperlings Schwert? Meine Güte. Na, rat mal, wer das wiederholen darf. Lasst uns anderswo miteinander sprechen. Ihr habt dabei geholfen, einen Streit zwischen Getfleders Freunden zu beenden. Ich nicht wirklich. Soll nicht mit Fremden sprechen? Oh je, wenn ihr Sperling und Brunstern sagt, dass es in Wahrheit unser anderer Freund war, der Sperlings Spielzeugschwert genommen hat, werden die beiden auf ihn losgehen. Könnt ihr nicht irgendwas tun? Wollt ihr nicht mit mir reden? Ja, findet das Schwert. Ich hab's befürchtet. Was haben wir denn hier noch? Sammelt Auerochsenfleisch. Okay, das ist definitiv draußen. Auerochsenhäute und Auerochsenelfenbein. Unterstützt Ofram bei eine Stadt unter Belagerung und stützt Goldwine bei Verbreitung der Belagerung. Vorbereitung der Belagerung. Und das ist das Schwert. Okay, habe ich denn die anderen beiden schon angenommen? Das ist auf jeden Fall nicht das Richtige. Die Steppe. Verderbte Salamander. Ach. Na hoppla, das ist irgendwie abhanden gekommen, egal. Endwassertal, Vorbereitung. Na bitte, da ist ja schon mal eins von den Dingern. Das packen wir hier auf jeden Fall rein. Das hier nehmen wir raus und, nee, das machen wir noch nicht. Gut.
Okay, wir haben sie auf jeden Fall alle hier. Das hier packe ich allerdings auch wieder raus. Das sagt uns ja nur, dass wir die anderen beiden Aufgaben machen sollen. Okay, findet das Schwert scheint tatsächlich am nächsten zu sein. Ach so, hier drüben bei den verbrannten Häusern. Ja, das ist ja dann nicht ganz so weit weg. Okay, dann machen wir das und suchen wir mal die verbrannten Höfe da hinten durch. Und hoffen wir, dass wir das bald finden. Es gibt hier also Schutthaufen, die wir durchwühlen sollen. Und in irgendeinem davon wird es wahrscheinlich drin sein. Hier nicht zu finden. Aber es leuchtet immer noch. Hm, das ist ja blöd. Eine Kiste. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich in einem bestimmten ist oder ob man halt nur eine bestimmte Anzahl durchwühlen soll, bis man es dann gefunden hat. Und es ist immer am letzten oder so. Aha! Dass ein Hund mit dem Spielzeugschwert geflüchtet ist. Ein Hund! Okay. Gut, dann werden wir jetzt ein paar Ohrochsen. Obwohl, ist es das hier? Verfolgt die Pfotenabdrücke. Oh, na gut. Pfotenabdruck. Pfotenabdrücke weisen nach Süden. Aha, also hier raus. Das ist praktisch, wir müssen sowieso Auerochsen töten. Die sind auch hier draußen. Nach Südosten. Okay, ich befürchte, der Hund ist tot. Was zum Henker? Das ist doch kein Hund. Das ist ein riesiger Wolf. Die Leiche des Hundes ist mit solcher Kraft von einem Orkspeer durchbohrt worden, dass der Ork und so weiter. Okay, gut, dann suchen wir uns jetzt. Findet den Ork. Oh, es geht immer weiter. Es hört einfach nicht auf. Ich dachte, wir können uns jetzt langsam mal unseren Auerochsen zuwenden, aber offenbar nicht. Na, glücklicherweise ist der auch tot. Dieser Ork scheint von einem Drachen zerfleischt worden zu sein. Aha. Besiegt den Drachen der Sperlingsschwertstahl. Ach komm, ey. Wirklich? Hm. Na schön. Dann machen wir das. Ein Drache tötete den Ork, der den Hund erschlug, der Sperlingsschwert gestohlen hat. Yeah, diese Verkettungen. So, ich meine mich daran erinnern zu können, dass der hier einfach angeflogen kam und landete. Ich werde deswegen jetzt hier mal ein bisschen was essen. In der Hoffnung, falls ich hier irgendwie überrascht sein werden sollte. Wir sollen, außerdem haben wir gerade noch die Aufgabe bekommen, hier diese Talbullen zu töten. So, und hier scheint ja auch irgendwo der Drache zu sein. Da! Ich wusste ich doch. Wow! Kann man dich mal irgendwie sehen? Nee, nicht so richtig. Doch da, so. Krasses Vieh. Zack. Freundschaften flicken. Bringt das Spielzeugschwert zurück. Aber immer doch. Und was haben wir hier noch? 8 Drachen töten. Okay. Sind diese Bullen hier übrigens auch die Auerochsen? Das weiß ich jetzt nicht. Wir werden uns einfach mal daran gütlich tun. Davon sollen wir ja auch ein paar besiegen. Die Überbleibsel von Sperlings Schwert im Drachen gefunden. Ja, ich glaube auch, dass davon nicht so viel übrig geblieben sein kann. Gib auf! Okay, dann suche ich nochmal 3 andere Bullen und dann haben wir das ja auch schon mal. So, ich habe die Lindwurmgrotte gefunden. Hier drin, da gibt es ganz viele Lindwürmer, also Drachen. Und ich meine, wenn man da reingeht, dann plöppen da drin auch nochmal 2, 3, 4 Aufgaben auf, irgendwie den Anführer oder das Muttertier zu töten oder so und die Eier zu zerstören und überhaupt irgendwie Drachen zu besiegen. Wir haben ja auch die Aufgabe, dass wir noch insgesamt... Also insgesamt 8 Drachen, 2 habe ich schon, weil der gleiche direkt nochmal gespawnt ist. Und jetzt eben noch 6 Drachen zu besiegen.
Aber wir haben eben auch die Aufgabe, hier Talerz zu sammeln und sammelt Zweige aus dem Tal. Aber hier scheint jetzt erstmal das Erz zu sein, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Drachen alle da in der Höhle sind. Außer eben dieser eine, der da bei den Ochsen gespawnt ist. So, finden wir hier in die Richtung noch was? Vermutlich, ah doch, da ist noch eins. Das letzte Stückchen Erz. Und dann mal gucken, wohin er uns mit den Zweigen führt. In die Richtung. Die Zweige sind wahrscheinlich hier unten in diesem kleinen Sumpfgebiet. Ich glaube, dass es hier auch irgendwie so eine Höhle mit Unholden gab. So eine Art Hügelgrab, nur eben am Sumpf. Und da drin gibt es, glaube ich, auch noch mal ein paar Aufgaben. Aber also sowohl das mit den Drachen als auch hier diese Höhle mit den Untoten. Ich meine, dass das ziemlich groß war. Und deswegen auch ziemlich lange gedauert hat. Das sind beides wahrscheinlich eher eine ganze Folge für sich. Das werden wir erstmal nicht machen. Also ich werde vielleicht nochmal hier diese anderen 6 Drachen besiegen. Und dann bringen wir das eben alles wieder zurück. Aber zuerst sammeln wir hier die Äste ein. Und dann hoffe ich einfach mal, wir haben vielleicht ein Level-Up. Und eventuell ist ja dann der Epos schon wieder gelb. So, wo sind denn hier noch welche? Aha, Krähen. Ist noch ein Ast. Und eine Leiche. Na, wir können ja mal die Krähen besiegen. Wenn es dann heißt, irgendwie tötet 10 Krähen, dann nehmen wir die eben mit. Nicht in Sichtweite. Ich denke doch schon. Was ist das hier? Nee, doch. Okay, dann mache ich mich jetzt noch über die anderen her. Und wir sind wieder zurück in Orenburg und bringen jetzt erstmal dem Kleinen hier sein Schwert wieder. Was führt euch in diese Lande? Einmal, wo ist Brunst dann? Da. Ich fürchte mich davor, nach Zinaus zu gehen. Was führt euch so, in diese Lande? So, dafür bekommen wir jetzt hier ein tolles Schmuckstück. Macht Beweglichkeit, Vitalität, kritische Treffer, klingt gut. Und ich denke, das werden wir wohl auch nehmen. Was haben wir denn stattdessen? Deutlich weniger da, aber sehr viel mehr auf Vitalität und auf kritische Treffer. Ja gut, das lege ich dann, glaube ich, auch an, wenn ich denn den Platz dazu hätte. Schmeißen wir erstmal irgendwas anderes raus. So. Okay, sehr schön. was hatten wir noch? Wir mussten dann noch hier was abgeben. Da. Was habt ihr mit den Rohirren zu schaffen? Die Rohirrim werden eure Hilfe benötigen. Okay, wir brauchen also noch ein paar mehr Aufgaben. Unser Erfolg hängt von unserer Stärke ab. Besorgt, werdet ihr uns helfen? Spulen mit Nähgarn bei Nosgür und besorgt Nähnadeln bei Ortbjors und Anzahl zu sammeln der Auerochsenhäute. Mann, da war ich doch gerade. Habt ihr doch gerade welche mitgebracht? Fleischpastetenherstellung, Mehlsäcke, Gemüsesäcke und Auerochsenfleisch schon wieder. Helfen? Die Rohirrim benötigen eure Hilfe. Metallschnallen, Lederstücke und Auerochsen-Elfenbein. Sag mal, das habe ich doch aber gerade gemacht. So, hier gab es noch einen, bei dem ich was abgeben konnte. Hier drin, glaube ich. Du. Was führt euch in diese Lande? Nee, aber hier war noch vorher eine Aufgabe zum Abgeben. Das mit dem Erz hier oben. Wo ist denn das? Du? Auch nicht. Eure Hilfe ist hier willkommen. Na gut, dann klicken wir eben hier erstmal eins nach dem anderen an und dann räumt sich die Sache hier vielleicht von alleine so weit auf, dass ich wieder den Durchblick habe. So, Gemüse und Mehlsäcke befinden sich hier in dem Lagerhaus bei den Leuten. Ich habe jetzt auch gerade mal hier mein Inventar mal ein bisschen leerer gemacht. Das war ja heillos überfüllt, ja. Und wir haben jetzt allerdings auch nochmal die Aufgabe bekommen, den Eingang zu diesem Drachennest zu finden. War irgendwie so eine Aufgabe, die aufgeplöppt ist. Allerdings war ich da ja gerade drin, um halt mir noch die fehlenden Drachen zu beschaffen. Aber naja, dann müssen wir da eben noch einmal hin. So, wen haben wir hier oben? Goldwine. Genau, bei dem sollten wir auch was abgeben. Machen wir auch gleich. Aha, hier ist die Werkbank. Hier sollte ich irgendwelche Sachen einfertigen.
aber eigentlich nicht Schmuck. Also ich arbeite ja hier nicht mit meinem Beruf, sondern mache halt eine Aufgabe, die die von mir wollten. Gut, Goldwiener. Nee, das hier ist Botulf. Verteilt die Schlachthörner. Okay, machen wir gleich. Erstmal eins nach dem anderen. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? Zack. Unser Erfolg hängt von unserer Stärke ab. Speere der Wachleute in Orenburg. Werdet ihr uns helfen? Ja, ja, natürlich. Natürlich helft euch allen ständig bei allem. Nichts kriegt ihr alleine hin. Wen haben wir hier noch? Was habt ihr mit den Rohirren zu schaffen? Aha. Familienzwist. Das ist ja noch eine ganz alte Aufgabe. Und wir haben hier unten schon wieder haufenweise Kram. Wir sind im Ruf aufgestiegen. Sehr schön. Und zwar im Endwassertal. Weil wir hier mal tatsächlich ein paar Aufgaben gemacht haben. Wir sind jetzt hier bekannter. Und haben dafür auch gleich ein paar Shop-Punkte bekommen. Super. Nachdem es ja jetzt schon wieder die nächste Erweiterung gab. Was war es hier? Das Täler des Anduin oder so. Ja, habe ich jetzt fast alle meine Shop-Punkte wieder auf den Kopf gehauen. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir wieder ein bisschen was sammeln können. So, jetzt müssen wir hier unten was die Speere verteilen. Oder was wolltest du hier? Seid ja. Willkommen. Alles klar, dann arbeiten wir uns hier weiterhin durch den Ort. Ja, nachdem wir jetzt Speere hergestellt und verteilt haben, Suppe gekocht und verteilt haben, Hörner hergestellt und verteilt haben, können wir die Sachen schon mal abgeben wieder. Eins bleibt noch zu tun und das ist warme Decken herstellen. Decken für den Winter, das ist ja die Frage. Hier drüben ist der Nähtisch. Also es war im Prinzip immer das Gleiche. Irgendwo gibt es eine Art von Werkbank oder einen Ofen oder sonst was. Ich stelle irgendwas her und dann muss ich 5 Stück davon verteilen. So wie in diesem Fall. Wir stellen das jetzt her, zack. Und dann muss ich eben zusehen, dass ich hier die Decken, die warmen Decken an die Leute verteile. Und man sieht ja dann immer die Ringe. So, hier sieht zum Beispiel, sie hätte gerne eins. Und so war es jetzt mit all den anderen eben auch. Ja, also ziemlich simpel, man kommt relativ schnell an Erfahrungspunkte, ohne dass man sich großartig hier vom Fleck bewegen muss. Das ist halt alles hier in einer Ortschaft. Gut, man muss immer hin und her laufen, aber man stellt am besten erstmal alles her und verteilt dann alles, weil es häufig die gleichen Leute sind. So, jetzt geben wir auch die Sache mit den Decken wieder ab. Wir sind jetzt also durch, hoffentlich. Was führt euch in diese Lande? Ja, er scheint auch jetzt zufrieden mit uns zu sein. Was habt ihr mit den Rohirren zu schaffen? Hoffe ich. Gut, ja, hier wieder aufgestiegen, alles klar. Okay, das Einzige, was wir jetzt hier noch haben, ist, soweit ich das sehe, das Nest aufstöbern. Ja gut, das können wir nochmal dazu machen. Das hier ist Sommerfest, ist egal und ist Bingo Boffin. Stöbern wir nochmal das Nest auf und dann suchen wir Eomers Rache. Das ist also der Ort, wo Eomer und seine Schar von Reitern die Urukai, die Merry und Pippin gefangen genommen haben, aufgestöbert haben am Rand vom Fangorn. Da waren ja auch ein paar Orks dabei. Und ja, die alle besiegt und verbrannt haben. Und dieser Ort nennt sich Eomers Rache und den sollen wir finden, weil wir natürlich nach Anzeichen von Merry und Pippin suchen sollen. Wir haben den Eingang gefunden und dann hieß es, wir sollten mit dem Typen hier drinnen reden und der hat gesagt, wir sollen 15 Kreaturen besiegen und uns aus irgendeinem Grund direkt gleich angegriffen, die Sau, anstatt uns einfach dabei zu helfen. Wahrscheinlich ist er selber auf, was weiß ich, den Drachenhort aus oder so. Tja, also werden wir zuerst ihn besiegen. Ich nehme mal an, er wird nicht eine von den 15 Kreaturen sein. Und dann, ja, ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich Bock, jetzt hier 15 Drachen drin zu besiegen. Das dauert mir einfach zu lange. Aber vermutlich werde ich es trotzdem tun, denn wir müssen ja leveln. Oh, er ist eine von den Kreaturen. Das ist cool. Es gibt hier sehr viele von diesen klitzekleinen Drachen, die Babydrachen sozusagen. Und leider Fernkämpfe und die kommen auch nicht näher, sondern man muss immer schön rangehen. Es gibt aber auch große Drachen und genau, wir bekommen jetzt gleich die Aufgabe hier drin, die Dracheneier zu zerstören. Das ist also genau das, was ich eigentlich gar nicht machen wollte, aber ja, jetzt machen wir es eben doch. So sieht das hier mit den Dracheneiern aus. Ja, wie ihr seht, da unten eine ganze Menge von Nestern in diesem komischen Sumpf mit Eiern drin. Boah, davon brauchen wir auch 15 Stück. Ja, also das ist wirklich ziemlich groß hier drin und es sind ziemlich viele Drachen in allen möglichen Größen drin. Ich weiß, dass man irgendwo ganz oben nochmal rauskommt und da ist dann irgendwie die Mutter der Drachen sozusagen, also nicht Daenerys Targaryen, sondern die Drachenmutter. Und die muss man dann, glaube ich, auch nochmal besiegen.
So, jetzt haben wir aber schon die meisten davon. Hier sind zum Glück sehr viele Eier. Ich glaube allerdings nicht, dass die irgendwie wieder nachspawnen. Also man kann, glaube ich, jedes Nest nur einmal zerstören. Ja, wir haben jetzt den Durchgang gefunden, den wir finden sollten, um den Wurmvater zu töten. Es ist also nicht die Mutter, sondern der Vater. Na gut, ich wusste, es war irgend so ein Obertier. Die Reißzahnhöhe. Jetzt ist man nämlich wieder draußen. Und hier sitzt er, Papa. Ja, und den müssen wir jetzt besiegen. Ist auch gleich nochmal eine Hausnummer größer, als die anderen waren. Gucken wir uns das Ganze doch mal ein bisschen mit Distanz an. Er sieht aber ansonsten genauso aus. So. Hui, okay. Wir müssen aufpassen, wie wir uns stellen, damit wir hier nicht runtergeweht werden. Ich habe irgendwie auch den Verdacht, das wäre mir schon mal passiert. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. So, jetzt haben wir dich doch gleich. Zack. Okay, bringt die Schuppe des Lindwurmvaters zu den Rohirrim nach Orenburg. Alles klar, aber vorher suchen wir noch Eomers Rache. Also wieder durch die Höhle zurück nach unten. Ich habe mich jetzt doch erstmal entschieden, nach Orenburg zu gehen, das letzte Ding hier abzugeben. Vielleicht hat er gleich schon wieder einen neuen Schwung Aufgaben. Hat er tatsächlich mal nicht, aber es hat leider nicht für ein Level abgereicht, aber um meine legendäre Waffe aufsteigen zu lassen. Ich weiß gar nicht mehr. Das kann man hier mit Sicherheit irgendwo machen. Wir suchen jetzt aber erstmal Eomers Zorn. Und ja, vielleicht kommen wir dann ja sowieso gleich hier wieder zurück. Wenn wir Pech haben oder auch nicht, dann geht es eben weiter in den Fangornwald direkt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht schon gleich machen, weil ich glaube, dass es da auch nicht gerade einfacher drin wird. Ich weiß, dass da eine ganze Menge große Ents drin rumlaufen. Ja, vielleicht, wenn wir das gefunden haben, müssen wir vielleicht nochmal mit ein, zwei Leuten reden. Ich weiß, dass in der Nähe, da ist auch noch eine Siedlung und eine oder eine Station oder was auch immer. Und die eigentliche Siedlung ist aber von Orks überrannt. Da gibt es auch nochmal eine Menge Aufgaben, die man drin machen kann. Spätestens dann werden wir ja unser Level up haben und dann sollten wir vielleicht, ja, wenn die Aufgabe gelb ist, dann in den Fangorn gehen. Ich denke, wir sind ganz in der Nähe. Da vorne die rauchende Stelle, das könnte es sein. Und da stehen auch schon unsere Freunde. Der Gestank des Brandes steigt euch von dem Ort in die Nase, an dem Eomer die Uruks vernichtete. Und wollt ihr nicht mit mir reden? Untersucht die Überreste von Ugluk. Ugh, okay. Na lecker. Der ist aber nicht verbrannt. Ihr starrt auf den besiegten Ugluk und fragt euch, ob Boromir, von wo auch immer er zusieht, friedlich ruht und nun, da der Anführer der Bande, die ihn überfiel, nicht mehr ist. Untersucht das Wirrwarr von Fußabdrücken am Ort von Eomers Rache. 3 Stück. Wirre Fußspuren. Ja. Ihr findet eine Vielzahl von Fußabdrücken im Chaos, die nirgendwo hinzuführen scheinen. Richtung Nordwesten und nirgendwo. Okay, also Richtung Nordwesten. Alles klar. Korudan, was sagst du dazu? Was hält Horn davon? Wird er sich in den Wald von Fangorn wagen? Bestimmt. Ihr sagtet, dass einige dieser Spuren zum Fangorn führten. Das waren bestimmt nicht die Spuren der Halblinge, denn Eomer war sich sicher, dass niemand den Ort des Kampfes ohne sein Wissen verließ. Dann können es die Spuren von Aragorn, Legolas oder Gimli sein. Was brachte sie zum Fangorn? Was denkt Horn? Wird er es wagen, den Fangornwald zu betreten? Ich werde gerne gehen. Doch er hat schon einmal gezeigt, dass ihn solche Orte beunruhigen. Sprecht mit Horn. Ich sehe, wie Korudan mich anschaut. Er denkt, dass ich Angst davor habe, in den Fangornwald zu gehen. Horn sieht euch mit einem durchdringenden grauen Augen an. Es ist nicht lange her, da ging ich mit euch in einen anderen unheilvollen Wald, Millimack. Erinnert ihr euch? Ehrlich gesagt nicht. Oder meint er den hier bei Lothlorien? Dort erlitt ich eine schwere Wunde, eine Verletzung, von der ich mich niemals erholen werde. Noch würde ich mir wünschen, dass dieser Schmerz heilen möge. Ich werde euch in den Fangorn folgen. Was könnte mir schon angetan werden, dass ich fürchten müsste? Wenn wir unseren Freunden nicht direkt helfen können, dann lasst uns ihnen indirekt helfen. Mein Vater sagte mir, seine Männer hätten den Rand des Fangorns Orkäxte gehört. Irgendwo nördlich von hier müssen diese Kreaturen ein Lager aufgeschlagen haben, zwischen den Bäumen. Dorthin führen die Spuren, nicht wahr?
Wir sollten zu diesem Lager der Orks gehen und sie töten. Lasst uns währenddessen auch die Augen nach euren Freunden offen halten. Wenn wir ihnen nicht direkt helfen können, hilft ihnen das vielleicht indirekt. Okay, das nehmen wir an. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Denn an dieser Stelle ist diese Folge wieder zu Ende. Ihr könnt mir aber wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.